Einen wunderschönen guten Morgen aus Neuseeland nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich. Mein Name ist Birgit Neumann und ich bin die Programmdirektorin der Bildungsberatungsagentur Study Nelson vor Ort. Und ich habe heute mit dabei als bei der Präsentation Diana Murdoch vom Garand College. Sie ist internationale Direktorin vom Garand College. Hi Diana. Hello, hello, it's very nice to be with you all. Und meine Kollegin Eva Weber. Ja, hallo, mein Name ist Eva und ich begleite euch im Webinar heute so ein bisschen im Hintergrund und bediene die Technik und ich beantworte auch den Chat. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die jederzeit gerne stellen. Die werden am Ende des Webinars dann auch gesammelt von uns beantwortet. Und ja, falls ihr technische Probleme haben solltet, was wir nicht hoffen, so findet ihr oben mittig einen Button, der sagt, wieder verbinden oder erneut verbinden. Da probiert einfach aus, drauf zu klicken und ihr solltet dann eigentlich wieder neu verbunden werden. So, dann wünsche ich euch zunächst noch viel Spaß bei der Präsentation und wir sehen uns später wieder. Ja, Study Nelson, die Bildungsberatungsagentur am anderen Ende der Welt. Ganz kurz, warum Schulaufenthalt Neuseeland oder warum überhaupt Neuseeland? Eines der wichtigen Punkte, warum man in einen Austausch geht, sind Englischkenntnisse verbessern, an sich selbst wachsen und selbstständig werden, den Horizont erweitern und weltoffener werden, internationale Perspektiven entwickeln. Und das kann man in Neuseeland besonders gut durch unsere europäisch geprägte und unsere spannende Maori-Kultur. Und natürlich in einem der schönsten und sichersten Länder der Welt zur Schule gehen, speziell momentan unter der Corona-Situation, wenn wir denn unsere Grenzen wieder öffnen. Aber dazu erzähle ich euch ein bisschen mehr, etwas später oder ganz am Ende des Webinars. Und dann könnt ihr auch Fragen stellen zur aktuellen Situation, zu meiner Einschätzung und so weiter. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich eines der besten Schulsysteme der Welt kennenlernen. Und das erklären wir heute am Beispiel des Garand College. Und wir gehen dann so ein bisschen tiefer in die Schulbeschreibung. Aber ganz kurz zu uns. Wir sind, wie gesagt, Neuseeland-Spezialisten seit 1999 vor Ort. Wir sind nicht einfach nur eine Austauschorganisation, sondern wirkliche Bildungsexperten und natürlich mit den Ortskenntnissen und der Information aus erster Hand. Anerkannt sind wir von Education New Zealand als Recognized Agency und wir haben ein Versprechen, das wir euch geben, dass ihr nicht nur schulische Erfolge bei uns verzeichnen könnt, sondern dass ihr die Kultur, das Herz und die Seele Neuseelands erfahren werdet, wenn ihr zu uns nach Neuseeland kommt. Und das liegt zum Teil auch daran, dass wir ein Leitmotiv haben, so leben, denken und handeln wir. Das ist ein schöner Maori-Satz, der besagt, was ist das Wichtigste auf der Welt? Es sind die Menschen, die Menschen, die Menschen. Wir haben zwei Standorte. Das ist einmal das Städtchen Nelson, deshalb auch unser Name. Das ist ein kleines Städtchen direkt am Meer gelegen, umgeben von fünf wunderschönen Nationalparks oder in der Nähe von fünf Nationalparks. Wir sind an der Nordspitze der Südinsel und genau gegenüber haben wir Wellington, unsere spannende kleine Hauptstadt, die diesen unteren Bereich, im unteren Bereich der Nordinsel liegt. Und in dieser Gegend können wir unser sogenanntes Select Plus Programm stattfinden lassen. Und dazu sage ich auch gleich oder erkläre ich gleich auch noch etwas. Wichtig für euch zu wissen ist, dass wir in ganz Neuseeland anmelden können in unserem sogenannten Basisprogramm und dass sich die Region in diesem mittleren Bereich Neuseelands, also unterer Bereich der Nordinsel, oberer Bereich der Südinsel, handelt sich um ein gemäßigtes Klima mit vielen Sonnenstunden und ja, einfach im schönen Wetter meistens. Also wir haben momentan Winter. Wenn die Sonne scheint, gehen die Temperaturen auf zwischen 14 und 16 Grad hoch. Nachts kann es dann mal kalt werden, aber mit schönem klaren Himmel. Ab und zu haben wir dann auch mal Regentage. Heute gab es zum Beispiel einen Regentag. Bei uns ist ja schon abends der Sonntag. Aber wir haben oft viel und zeichnen uns dadurch auch aus, selbst im Winter, diesen klaren, schönen, blauen Himmel mit viel Sonnenschein. So, ganz kurz zu unseren Programmen. Unsere Highschool-Programme, das ist einmal das Highschool Select Plus Programm und das ist eigentlich das Programm, in dem die meisten unserer Schüler kommen.
Dabei kannst du dir die Schule selber auswählen. Wir bereiten dich ganz optimal vor mit einem Online-Vorbereitungskurs. Wir fliegen dann betreut in der Gruppe, halten einen mehrtägigen Einführungskurs vor Ort. Und was uns da auszeichnet, ist wirklich die Rundumbetreuung und auch die persönliche Gastfamilienauswahl, die wir vor Ort für dich quasi im Vorfeld schon machen und wo wir die Gastfamilie besuchen, aber wo wir auch während des Aufenthaltes wirklich mit dir verbunden bleiben, auch mit der Gastfamilie, um sicherzustellen, dass das alles richtig auch funktioniert. Und wir bieten da auch eine schulische Begleitung, sodass einfach gegeben ist, dass du hinterher wieder gut in der Heimatschule anknüpfen kannst und nicht zu viele Lücken hast. Etwas muss man immer nachlernen, aber wir bemühen uns, dass das also einfach nicht so dolle wird. Wir halten regelmäßige Get-Together und Treffen miteinander und wir haben natürlich eine 24-Stunden-Einsatzbereitschaft für dich und das ist natürlich auch dann für die Eltern aus Deutschland. Man muss also nicht erst zu einer Organisation in Deutschland gehen und dann hier den Koordinator irgendwie zu erreichen, sondern oder die Schule, sondern man kann mit uns direkt Kontakt aufnehmen. Und dieses Programm, wie gesagt, ist möglich in unseren Standorten, wo wir eben auch selber vor Ort sind. Und das sogenannte Highschool-Basisprogramm, in dem wir in ganz Neuseeland anmelden können, hat diese intensive Betreuung nicht ganz so. Also alles Weitere ist da drin, natürlich also auch die Kenntnisse, den Kontakt zu Schulen, die wirklich sorgfältige Beratung, die 24 Stunden Erreichbarkeit, all das ist auch im Basisprogramm gegeben. Man hat da einfach diesen Vorteil auch, aber eben nicht diese engmaschige Betreuung mit Gastfamilienauswahl und schulischer Betreuung. Und es kommt einfach so drauf an, ob das, was für dich da in Frage kommt, wie alt man schon ist und wie weit man sich das einfach schon zutraut, den Aufenthalt schon selbstständig zu meistern. Und im Zusammenhang mit dem Select Plus Programm bieten wir einen sogenannten NCEA Schulabschlussprogramm an. NCEA Level 3, das heißt National Certificate of Educational Achievements, das ist quasi die Hochschulreife hier in Neuseeland und diese ist mit bestimmten Voraussetzungen in Europa anerkannt. Und man kann diese im Normalfall in 18 Monaten erreichen, in Sonderfällen auch mal innerhalb von 12 Monaten, aber 18 bis 24 Monate ist der normale Zeitraum. Ganz oft kommen Schüler zu uns nach der 10. Klasse, steigen hier in die 12 ein, was auch vom Stoff her passt und machen dann ein halbes Jahr die 12 und gehen dann in unsere 13 und enden dann das NCEA, also quasi diesen Abschluss nach Beendigung der 13. Klasse und können dann zurück nach Deutschland gehen, um mit einem Studium anzufangen. Wenn ihr daran Interesse habt, beraten wir euch gerne, meldet euch dahingehend einfach bei uns. Und für einige, und das kann jetzt auch gerade in der derzeitigen Corona-Situation von Interesse sein, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht ins Ausland gehen, ich mache das doch lieber zum Ende meiner Schulzeit oder nachdem ich das Abitur oder die Matura geschrieben habe, dann bieten wir ein sogenanntes Gap Year. Wobei man also schon auch nochmal in die Schule geht, wo man quasi auch nochmal die richtig Fächer belegt, aber eben nicht die normalen herkömmlichen Fächer wie Mathe, Bio, Chemie, sondern man nimmt Englisch und eines der vielen berufsvorbereitenden und spannenden Fächer, die hier angeboten werden, wie zum Beispiel Medienkunde, Psychologie und so weiter. Ihr könnt euch das auf unserer Webseite ganz gut angucken von den einzelnen Schulen, was da, also unterhalb der einzelnen Schulen werden die Fächer beschrieben, was man da eben auch belegen kann und das ist ohne weiteres eine vernünftige Sache, das einzuschieben zwischen dem Ende der Schulzeit und dem Beginn des Studiums, um sich auch darüber im Klaren zu werden, was man weitermachen möchte. Und das kann man dann im Nachhinein, nachdem man also quasi in der Schule war, in der Gastfamilie gelebt hat, dann mit einem Praktikum verbinden oder mit einem Au-pair-Aufenthalt oder einem freiwilligen Einsatz. Und wir beraten euch da gerne. Also das ist unter Umständen eine vernünftige Sache, wenn man sagt, jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich zu viel verpasst oder es ist meine Schule erlaubt es mir nicht, dann ist das Gap hier absolut eine vernünftige Option danach. Und wenn ihr sagt, ich möchte aber nicht mehr richtig in die Schule gehen, dann ist es auch möglich, zum Beispiel einen Englischsprachenkurs zu machen und ein anerkanntes Sprachenzertifikat
zu erlangen. Und das ist mit anderen jungen Erwachsenen aus aller Herren Länder und normalerweise in einem 3-monatigen Kurs zu absolvieren und danach dann eben auch wieder das Praktikum oder den Freiwilligendienst oder ein weiterer Aufenthalt mit Work and Travel. So, wir haben ein ganz neues Study Nelson Programm, das wir während dieser Corona-Zeit entwickelt haben, weil eben unsere Grenzen geschlossen sind. Das heißt der Kiwi Passport, ein Kurs, in dem du deine interkulturellen Kompetenzen erlernen kannst. Und die sind natürlich ganz spezifisch auf Neuseeland zugeschnitten. Also man kann einfach Neuseeland trotz der geschlossenen Grenzen online von zu Hause aus erleben. Man lernt in 7 spannenden Kapiteln mehr über das Land und die Menschen am anderen Ende der Welt. Man erwirbt interkulturelle Kompetenzen. Die Kurssprache ist Englisch, sodass die Sprachvertiefung gegeben ist. Und man hat Kontakt mit einem neuseeländischen Schüler oder einer Schülerin, dem sogenannten Kiwi Buddy, mit dem oder mit der man gemeinsame Projektaufgaben macht, mit dem man dann auch schon Kontakt hat. Und das ist eine tolle Sache, wenn man hinterher nach Neuseeland kommt, dass man hier schon eine Freundschaft geschlossen hat. Und das ist einfach zur Überbrückung der Zeit bis zu einer Ausreise, da momentan einfach die Grenzöffnung noch nicht 100% gegeben ist. Der Kurspreis liegt bei 460 Euro dafür und bei einer Anmeldung hinterher, wenn man dann doch kommen möchte, werden 100 Euro auf den Programmpreis angerechnet. Also das heißt, der Kurs kostet dann im Endeffekt 360 Euro und das ist also eine super Möglichkeit, mit Neuseeland, mit uns richtig verbunden zu sein und dabei auch was rauszuholen. Und vor allem, wenn du dann jetzt sagst, ich möchte jetzt nicht gehen, sondern erst später, ist das eine gute Überbrückungshilfe. So, jetzt ganz kurz zu den Schulen in Neuseeland. Das Schulsystem, das anders ist und wie wir meinen, auch etwas besser. Einfach mal ganz zu Anfang möchte ich sagen, dass wir im internationalen Ranking ist unser Schulsystem weit vorne. Und das liegt wohl daran, dass wir Kompetenzen vermitteln und nicht nur Wissen. Es geht in der Schule um die individuelle Förderung des Einzelnen. Es geht darum, to be the best you can be. Es geht also nicht darum, einfach nur der Beste zu sein, sondern es wird immer auf die Person zurückgebracht und auf die Person bezogen. Die Lehrer motivieren auch zum Lifelong Learning. Wir glauben nicht daran, dass Lernen mit der Schule oder mit dem Studium abgeschlossen ist, sondern wir möchten, dass du neugierig bleibst, dass du in der Lage bist, einfach auch weiterhin zu lernen und dir das anzueignen. Viele Sachen entwickeln sich dein ganzes Leben lang und du sollst neugierig bleiben und dir aneignen, was dich weiterbringt und woran du Spaß hast. Die Lehrer sehen sich nicht als Frontalunterrichter. Es wird ganz wenig Frontalunterricht durchgeführt, sondern sie sehen sich als Lernbegleiter. Man sitzt normalerweise in der Gruppe um einen Tisch herum. Man arbeitet recht selbstständig. Dafür wird man auch motiviert. Da wird man auch hingeführt. Und die Lehrer sind wirklich da, um dir individuell einfach auch weiterzuhelfen. Das heißt, wenn du als Gastschüler aus einem anderen Land nach Neuseeland kommst, ist es relativ einfach für dich, auch reinzukommen. Die anderen Schüler, die mit dir an dem Tisch sitzen, das ist dann oftmals eine Gruppenarbeit, die stattfindet. Und die Lehrer sind wirklich da und die erklären es dir auch noch zum dritten Mal, wenn du es beim ersten Mal nicht verstehst. Und da ist auch keiner sauer oder wird ungeduldig, sondern das ist tatsächlich Aufgabe der Lehrer bei uns. Und wir zeichnen uns, also tatsächlich die Schulen zeichnen sich durch ein sehr breites akademisches und praktisches Fächerangebot aus, sodass man tatsächlich seinen Neigungen folgen kann. Und natürlich auch sehr moderne Ausstattung, großzügige Campusanlagen. Das ist einfach eine ganz angenehme Sache und führt dazu, dass die Schüler die Schule als wirklich als Lernmittelpunkt sehen oder als Lebensmittelpunkt oder Dreh- und Angelpunkt nennen wir das. Ist alles ein bisschen anders, als wie wir das aus Europa kennen. Der Schuljahresbeginn ist zwar auch im Sommer, aber bei uns ist das Ende Januar. Und das Schuljahr ist in 4 sogenannte Terms aufgeteilt, also in 4 Quartale. Dazwischen sind immer kurze Ferien und die großen Ferien gehen von kurz vor Weihnachten, so Mitte Dezember bis Ende Januar, Anfang Februar. Das sind dann immer 6-7 Wochen Ferien.
Wir haben Ganztagsschulen und in der Regel, ich betone in der Regel mit Uniformpflicht, nicht alle Schulen, aber die meisten. Und in manchen Schulen ist es auch möglich, dass man in den letzten oder in den oberen Klassen keine Uniform trägt. Aber meistens ist es wirklich so, dass die Schüler aus Europa das ganz toll finden, weil man einfach optisch sofort dazu gehört und integriert ist. Und das ist einfach eine schöne Sache. Der Unterricht findet normalerweise zwischen 9 und 15 Uhr statt. Das finden unsere Schüler, die zu uns kommen, immer ganz toll, die vielleicht zu Hause schon um 7.30 Uhr morgens anfangen können. Die können ein bisschen länger schlafen und das ist ganz schön. Und wir haben viele gemischte Schulen, aber es ist noch recht gängig, dass wir in Neuseeland reine Jungen- und reine Mädchenschulen haben. Und oft ist es so, dass diese Schulen, wenn man eine reine Jungen- oder eine reine Mädchenschule hat, dass die in der Nähe voneinander sind, sodass es dann immer Schwester- oder Bruderschule ist, dass man auch zusammen, der Unterricht auch gemeinsam zum Teil abgehalten wird. Das heißt, in manchen Fächern gehen die Jungs dann in die Mädchenschule und in anderen Fächern gehen die Mädchen in die Jungenschule. Also es ist nicht so ganz strikt getrennt, aber es gibt noch viele, gibt's noch vielerorts. Ich hatte das vorhin kurz schon erwähnt, als ich über das NCEA gesprochen hatte. Wir haben 13 Schuljahre und ab dem Jahr 11 haben wir ein Kurssystem. Das heißt, also da kann man dann tatsächlich auch die Fächer eben ganz frei wählen. Normalerweise 5 oder 6 Fächer, im Normalfall 6. Ab und zu ist es auch möglich, nur 5 Fächer zu belegen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und wichtig auch zu wissen ist, dass die 13 Jahre eigentlich unseren 12 Jahren entsprechen. Das heißt, also wenn man aus der 9-2 kommt, würde man bei uns in die 11-1 einsteigen. Das hängt dann also an dieser leichten Verschiebung, dadurch, dass bei uns das Schuljahr eben im Januar anfängt und nicht wie bei uns im Juli oder August oder September. Okay. Dann zum nächsten Punkt und das ist das Garen College und I'm welcoming back Diana and I'm going to say goodbye und ich verabschiede mich und bin gleich wieder für euch da. Diana erzählt euch jetzt ein bisschen aus ihrer Schule und ihrem, ja, aus was das Garen College besonders macht. Hello and thank you very much for coming to our webinar. I'm very excited to have the opportunity to tell you about Garen College. I've been working with international students for 25 years now, and it certainly doesn't feel that long, and I still absolutely love being part of this really exciting adventure that will be life-changing since studies in New Zealand and at Garen College. And the first thing I thought about is, why would someone want to come to Garen College? So I went and asked, we have a student from Germany with us at the moment, and I said to her, why do you think students would like to come to Garen College? What's good about our school? The first thing she said was that it's very easy for her to make friends. She also loves the fact that we're close to the sea and close to a shopping center. She participated in our outdoor education program, and you'll see a little bit more about that program as I go into my presentation. But one of the main attractions of this program is that it gets you into the outdoors and you are with only other New Zealand students. And she said there are subjects that she can't do in Germany. She's done drama, for example. Okay, I said to her, do you think that I should talk about the values of the school? And she said, oh yes, because the values come through in the way everybody else. So I thought, okay, we will mention the values. You can see down the side that they spell Garen. Generosity, aroha, this is the Māori word for love. Rangi Marie, this is the Māori word for peace. Integrity, we really want you to be your own person. You don't have to come and pretend to be anybody else. Just bring who you are into our school and there will be a place for you. And the last one is new life. New life is about new experiences, forgiveness when we mess up, and moving on. Okay, a little bit of information about our school. We have boys and girls. There's 470 students at the moment. And you can see at the top of this presentation, we have Garen College, Small School, Big Heart. This is like our informal school motto. International students, we usually have an average of 25 of different countries. I have very small numbers of students from Europe and from Germany.
So you need to be somebody who wants to come and mix with the local students. If you want to be with a lot of other German students, then I don't think Garin College would be the best choice for you. Because we do have small numbers of students from Germany and from Europe, it's one of the things that makes it very easy for you to make friends with the local students. Finally, and you can see from this photo, we have a uniform. And we find that our German students love having a uniform because they don't need to worry about what to wear to school. Okay, and these next slides just show you a little bit about the school. The first one is our school assembly. We have an assembly twice a week. One is led by students and the other one is led by the principal. We also use this space for big school events like our graduation ceremony. We just had our big Mahitoi Arts Festival and this space was all blacked out and set up with a stage and lights. The next one you can see, our campus is really beautiful. I was having a video made, which hopefully you can see in a few weeks, and the cameraman was from Germany. And he was walking around our campus and he said, I still can't get used to how beautiful New Zealand schools are. He said, this just doesn't look like a school. Okay, our classrooms, they're modern. Our school was built in 2004. So our classrooms are all modern. There's a lot of light. They're connected. Every classroom has Wi-Fi. The teaching is done using Google Docs. There's an average of 26 students in one class, but many of them have less. You can see here, this is a climbing wall. This is part in the school. So students practice on this climbing wall for outdoor education before they go out and do the real thing in nature. Another thing that Zoe really likes is that there are very close relationships between the teachers and the students. If you come to Garin College, everyone will know you. So they'll know who you are, they'll know how long you're going to be with us and why you are with us. So everybody knows everybody else and everyone is supported. This is another one of our classrooms, the slide on the right, and you can see that students are doing outdoor education here. As Zoe mentioned, you can do subjects in Germany. So hard materials is one of those subjects. You don't have to be a boy to do hard materials. Girls can do that as well. The other slide is of our library. This is well used in the break times. Also during class time, you can see there that students have laptops. The flags all along the top represent the different countries that our international students come from. Sport and art is a really big part of the Garin College experience, and I would really strongly encourage you to take part in whatever sports are available. And I know that Study Nelson can tell you which sports are available in the summer and which ones are available in the winter. You don't have to be fantastic at whatever sport you choose. There are competitive teams and there's also social teams. And to play a sport is a wonderful way to make friends, lifelong friends really, with the students who you might not be in class with. As I said before, we have an arts festival. We've just finished our two-day Mahitoi Arts Festival. The whole school stops for 2 days and everybody does arts-related activities. Again, you don't have to be artistic. Some of those activities might be doing stage makeup, or decorating cookies, or filmmaking. So they're not all about music and dance, but again, everybody participates. And I think when you do get an opportunity to see the video about our Mahitoi Arts Festival, you'll see how much fun that is. Okay, we offer boarding. We have living space in advance if you want to live in our boarding house. There's one for girls, one for boys. And you can see this is one of the rooms. There's two students to a room, or you can live in homestay. All of our homestays are walking distance from the school, and we get phone calls very regularly from families wanting to host Garin College international students. So we really try to match you with the right family for you. Okay, and now Zoe's going to say a few final words. One is from her host family, and then she's going to tell you her thoughts about studying at Garin College. So thank you very much, and I'll come back to you later, and I'm available for any questions.
Das ist meine Gastfamilie. Say hi, everyone. Insgesamt ist Garen eine super Schule mit super Lehrern, super Schüler. Alle sind super freundlich und es ist einfach ein super Klima und ich kann es nur allen und jedem empfehlen. So, nun bin ich wieder hier und es geht weiter auf Deutsch. Ich wollte einfach noch ganz kurz zusammenfassen, wie denn nun die nächsten Schritte wären, wenn du ein neuer Interessent oder eine neue Interessentin bist und wissen möchtest, wie es denn von hier aus weitergeht. Am einfachsten ist es, wenn ihr noch keine Beratung habt, dass du und deine Eltern sich bei uns melden und wir vereinbaren dann ein unverbindliches Beratungsgespräch, entweder mit einer unserer Mitarbeiterinnen in Deutschland oder mit uns selbst hier von Neuseeland aus. Ich kann euch jederzeit auch mal anrufen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist nur einfach dann immer wegen der Zeitverschiebung entweder früh morgens oder später am Abend. Wir beraten euch dann umfassend zum richtigen Programm und zur geeigneten Schule und auch zum Zeitraum. Ihr könnt alle Fragen stellen und wir gehen da wirklich ganz intensiv drauf ein und schauen auch, was auch wirklich passt. Du entscheidest dich dann für deine Wunschschule und meldest dich bei uns an. Und im Normalfall begleiten wir dich dann zuverlässig während der gesamten Vorbereitung Schritt für Schritt. Das machen wir natürlich auch während Corona. Aber aktuell, weil die Grenzen geschlossen sind, warten wir momentan ab, wenn du dich anmelden möchtest, bis wir den Termin haben. Und ich gehe gleich darauf ein, wie das momentan bei uns aussieht. Und wir unterstützen dich dann natürlich, wenn du bei uns in Neuseeland bist, ganz persönlich während deines Aufenthaltes, je nachdem, welches Programm du wählst, entweder etwas mehr intensiv oder auch etwas, wo du etwas selbstständiger sein kannst. Aber wir sind auf alle Fälle immer für dich vor Ort da. So, die aktuelle Situation in Neuseeland. Ist ein Highschool-Aufenthalt trotz Corona-Krise möglich? Wir sagen ja. Auch wenn die Grenzen momentan noch geschlossen sind. Neuseeland, also einfach um das erstmal ganz klarzustellen, Neuseeland ist ein sicheres, demokratisch regiertes Land mit einem sehr guten Gesundheitssystem. Wir fahren allerdings eine strikte Eliminierungsstrategie mit einer strengen Grenzschließung. Unser Ziel ist, Corona komplett auszumerzen. Der Grund dafür ist der, dass wir es zum einen können, weil wir eine Insel mit umgeben von Meer sind. Da war das einfach, die Grenze zuzumachen. Zum anderen einfach deshalb, weil wir als kleines Land trotz des sehr guten Gesundheitssystems in der Intensivunterstützung nicht so viele Möglichkeiten haben, wie das vielleicht in Europa der Fall ist und auch nicht so schnell medizinisches Fachpersonal und medizinische Ausrüstung beschaffen konnten. Und das war einfach der Grund damals, dass wir gesagt haben oder unsere Regierung sich entschlossen hat, eine Eliminierungsstrategie zu fahren. Das hat den Nachteil natürlich, das hat sehr viele Vorteile. Unser Leben ist ganz normal. Wir haben überhaupt keine Einschränkungen im Alltag. Wir hatten dann damals einen ganz strengen Lockdown für mehrere Wochen, also über einen Monat. Und danach ging alles wieder ganz normal vonstatten. Ab und zu ist es so, dass wir in einen anderen Level gehen. Momentan sind wir im Level 1. Unsere Schulen unterrichten ganz normal und Schüler können auch alles unbeschwert mitmachen. Unterricht, Partys, Sportangebote, Ausflüge. Es ist alles ganz, ganz normal. Wir haben ab und zu mal natürlich eine Situation, wo jemand trotzdem den Virus einschleppt über die Grenze, auch wenn man sich quasi dort quarantinieren muss. Das haben wir momentan, dass da ein Fall war, dass ein Australier, mit Australien gibt es eine offene Grenze, inzwischen, dass ein Australier eingeflogen war und bei der Rückreise nach Australien dann positiv getestet hat, sich aber herausstellte, dass er sich in Australien angesteckt hatte. Und da sind wir momentan regional begrenzt im Raum Wellington im Level 2. Das bedeutet also kein richtiger Lockdown, aber etwas mehr Abstand und keine Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen. Das Leben innerhalb des Landes ansonsten ist einfach ganz normal. Man hat auch keine Maskenpflicht, außer im öffentlichen Verkehr und im Flugzeug. Wir sind
natürlich vor Ort mit den aktuellsten Informationen aus erster Hand und arbeiten aktuell an einer Grenzöffnung für Gastschüler. Das würde dann im Rahmen einer sogenannten Sonderkohorte ablaufen für Januar 2022. Die Einreise ist aktuell nämlich nur für Staatsbürger möglich und nur mit einer zweiwöchigen Quarantäne. Und diese Quarantäne ist nicht wirklich möglich für Gastschüler, weil da mal alleine in einem Zimmer in einem Hotel eingesperrt zu sein für 2 Wochen, das ist, glaube ich, nichts, also für keinen Menschen etwas, der alleine hier ankommt. Das Einzige sind eben die Einreise, die Öffnungen mit Australien und den Cook Islands. Wir nehmen aktuell Anmeldungen für Juli 22 an, begrenzt auch für Januar 22 mit den Sonderkohorten und natürlich für 23 und 24. Eine flächendeckende Impfung der Bevölkerung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, also bei uns hier in Neuseeland, und danach wird eine Erleichterung der Grenzöffnung erwartet. Also die, wie gesagt, die Einreise im Januar 22 voraussichtlich möglich mit Antrag auf Sondergenehmigung. Aber das ist etwas, was wir einfach momentan nicht 100% sagen können. Und deswegen würden wir euch bitten, dass ihr im Einzelfall euch von uns beraten lasst. Es kommt darauf an, ob ihr am Januar festhalten wollt, wenn ihr in der Lage seid, das dann auch nochmal zu verschieben. Wenn ihr nicht in der Lage seid, das zu verschieben, müssten wir über Alternativen sprechen. Falls ihr 100% jetzt nur gehen könnt. Aber das ist etwas, was wir wirklich dann im Einzelgespräch gerne mit euch thematisieren möchten. Jede Situation ist anders, jeder hat andere Vorgaben. Von daher bitte ich euch, das wirklich im Einzelgespräch mit uns zu besprechen. Und wir rufen, wie gesagt, gerne an und unsere Mitarbeiterinnen in Deutschland stehen euch da auch sehr gerne zur Verfügung. So, aber ich denke, jetzt habt ihr vielleicht einige Fragen und ich bitte jetzt meine Kollegin Eva und Diana Murdoch wieder zurück, so dass wir quasi jetzt eure Fragen beantworten können. Und ja, Eva, ich glaube, du sammelst die und kannst die uns vielleicht schon mal ein bisschen vorlegen. Genau. Ich habe hier eine Frage von Gerda bekommen. Birgit, du bist zwar gerade schon kurz drauf eingegangen, aber vielleicht kannst du doch noch mal ein paar Worte zu sagen. Und zwar fragt sie, wie das ist mit Corona in Neuseeland. Bis wann gibt es klare Infos, ob man im Januar 22 einreisen kann und unter welchen Bedingungen? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Wir haben hier einige Aussagen, die sagen, ja, also im Januar könnte das mit einer Sonderkohorte möglich sein. Ich denke nicht von all dem, was ich weiß, dass die Grenzen einfach aufgehen und dass man nicht mehr quarantäniert sein muss. Ich kann mir denken, dass wenn man eine Impfung hatte als Schüler, dass das förderlich sein könnte. Aber wie gesagt, wir haben momentan keine Pläne, die veröffentlicht wurden von der Regierung. Deswegen kann ich euch das tatsächlich nicht sagen. Ich kann einfach nur sagen, wenn ihr verschieben könntet und am Januar festhalten wolltet, dann würden wir euch einfach bei uns aufnehmen. Wir würden euch quasi am Laufen halten, mit den Informationen auf dem Laufenden halten. Wir würden euch bei der Sonderkohorte mit einbeziehen. Und also ich denke, dass wir nicht vor August, September, vielleicht Oktober wirklich hören, ob die Grenze tatsächlich aufgeht für die Sonderkohorte oder nicht. So lange müsstet ihr euch gedulden. Wenn der Januar die einzige Option ist, während der Schulzeit noch zu gehen, dann würde ich bitten, dass wir darüber einfach nochmal sprechen, andere Alternativen anschauen, ob man nach der Schule kommt, ob man ein anderes Land auswählt. Das ist etwas, was wir dann im Einzelfall mit euch besprechen müssen. Aber wenn ihr Januar gerne möchtet, aber im Fall, dass es im Januar noch nicht geht, auf April umsteigen könnt oder auf Juli, dann ist es auf alle Fälle eine vernünftige Sache, dass ihr euch erstmal anmeldet und dem eben ausharrt, was manchmal ein bisschen schwierig sein kann, weil so vieles einfach ungewiss ist. Wir halten euch aber immer und ständig auf dem Laufenden, sodass ihr allzeit gut informiert seid. Ja, dazu passend auch eine Frage von Valerie, die fragt, ob es ihre Chancen erhöhen würde, wenn sie geimpft ist bis dahin.
Es gibt eine Aussage des Bildungsministers, dass das wohl der Fall sein sollte. Aber wie gesagt, das Bildungsministerium und das Gesundheitsministerium in Neuseeland sind immer noch dabei, diese Pläne auszuarbeiten. Und natürlich liegt es auch ganz viel daran, ob wir hier alle durchgeimpft sind. Das ist nämlich das Ziel, dass wir eine sogenannte Herdenimmunität haben. Wir haben 5 Millionen Einwohner. Davon sind fast 10% schon geimpft. Also wir erwarten, dass wir also dann jetzt anfangen, in die also generelle Bevölkerung, also nicht nur die älteren Menschen und die gefährdeten Menschen oder die Menschen, die an der Grenze arbeiten, sondern eben die generelle Bevölkerung ab diesem nächsten Monat, ab Juli geimpft werden. Also dass wir also erwarten, dass wir bis Ende des Jahres relativ gut durchgeimpft sind mit der Pfizer, mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff. And here's a great question from Greta that I would like to pass on to Diana. Diana, Greta would like to know if Garen College can be booked in our Select Plus program. Sorry, what was the question? Can be booked in? Our Select Plus program. Yes. That could probably also be answered by Birgit, but yeah, maybe. Yeah. As the more support that our students have, the better. Ja. So yes, we'd be very happy for that to happen. Ja, also das Garen College ist eines unserer Select Plus Schulen und wir haben einige Schüler dort schon gehabt, die sehr erfolgreich und sehr happy am Garen College waren. Ich kann die Schule wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Und eine der Dinge, die mir immer ganz doll auffällt, wenn ich dort Diana besuche oder eine Schülerin oder einen Schüler dort, ist wirklich diese sehr, sehr freundliche, offene, eine herzliche Atmosphäre, wo man einfach eingebunden ist, wo man dazugehört. Und das ist einfach wunderbar. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das ist in Neuseeland in vielen Schulen der Fall, aber Garen College ist nochmal ganz besonders offen und herzlich und freundlich. Ja, das stimmt. Eine weitere Frage, die ich auch gerne an Diana weitergeben möchte, kommt von Lena. Diana, Lena is wondering if the host families tend to live close to school. Yes, some of them will live about 2 minutes walk. Some of them will live 10 minutes walk. Some of them might live 20 minutes, I guess a maximum of 25 minutes walk. A lot of people do have a bicycle that they would be happy to lend. You're lucky because it's quite flat in the area around Garen College, so it's nice and easy to ride a bike. And where our weather is pretty good. So Nelson is called the Sunshine City. So it is a lovely place if you do want to walk to school. What we do try to do, as I said, is to match you with a homestay family so if you can tell us as much as possible about yourself, then we know a lot about our homestay families and we will try and match your interests with the interests of the family. Und ich kann da auch gleich von meiner Warte dazu sagen, im Select Plus Programm sind wir da ja involviert und ich muss einfach wirklich sagen, die Gastfamilien am Garen College sind alle durchweg sehr herzlich und das ist immer also sehr einfach, dort eine richtig tolle Gastfamilie zu finden. Das ist also eine der Stärken dieser Schulen. Vielleicht auch deshalb, weil es keine mit ausländischen Gastschülern überlaufene Schule ist, sondern die versuchen wirklich, also die Zahlen auch etwas niedrig zu halten, sodass das einfach nicht, dass man nicht, man wird auch nicht irgendwo dahin gesteckt, sondern es ist wirklich ein ganz vorsichtiges Aussuchen und wir müssen da als Organisation auch gar nicht so furchtbar uns reinhängen, kann ich einfach mal so sagen, weil es einfach eine super Auswahl an Gastfamilien gibt und weil es mit Diana einfach eine super Zusammenarbeit ist. Ja, und in dem Zusammenhang kam auch noch eine Frage zum Internat auf. Diana, another question. A student is undecided whether to go into boarding or into a host family. Is it possible to do both, say one term host family, one term boarding? That would depend on availability in our hostels. I can't guarantee that. And it also depends on the time of the year. If you were to come in the middle of the year, that might be more possible. But the good news is that we're going to be building a new boarding house. So we'll be building a third boarding house next year. I'm not sure whether that will be in time for you, but certainly when we have that third boarding house, yes, at the moment, if possible, I would organise that for you, but I don't want to make a promise to you that I can't keep.
Birgit, die nächste Frage ist für dich. Mhm. Wie sieht es aus mit Preisen und Stipendien, möchte Carla gerne wissen. Wird es wegen Corona vielleicht am Ende sogar teurer und ginge es bei den Stipendien um Leistung oder um finanzielle Bedürftigkeit? Es geht, also erstmal, wir haben Stipendien, ja, und die haben wir also auch momentan. Es geht dabei ganz unterschiedlich um Leistung, um finanzielle Bedürftigkeit natürlich. Und es geht auch darum, was du mitbringst, also dahingehend, was du quasi der Schule oder dem Stipendiengeber oder uns, wenn wir der Stipendiengeber sind, quasi auch zurückgeben kannst. Das ist etwas, was natürlich auch immer eine Rolle spielt. Wie kannst du dich zum Beispiel in der Schule besonders einbringen? Was kannst du tun in dem Bereich? Und unter Corona, also erstmal wird es nicht einfach teurer. Was sein kann, ist, dass die, wenn noch eine Quarantäne notwendig ist bei der Einreise, zum Beispiel im Januar, dann kommen natürlich Kosten auf dich zu durch diesen Quarantäneaufwand. Wenn das aber nur eine kurze Quarantäne ist, sollte es das nicht substantiv erhöhen. Wie gesagt, kommt drauf an, wenn wir jetzt über Juli 22 oder Januar 23 sprechen. Natürlich gibt es immer Preiserhöhungen oder Preisänderungen, aber das dürfte dann mit Corona, glaube ich, nicht mehr sehr viel zusammenhängen. Die nächste Frage möchte ich gerne an dich weitergeben, kommt von Elke und sie interessiert sich für den Kiwi Passport. Mhm. Sie fragt, ob der Buddy von der bereits gewählten Schule kommt, den wir zuteilen. Und in welchem Zeitraum der Kurs stattfinden würde und ob Termine individuell abgestimmt werden wegen der Zeitumstellung. Genau, also die Termine können total abgestimmt werden. Der Kurs, den Kurs durchläuft man quasi selbstständig. Man hat Aufgaben, die man durchläuft, die man dann an uns zurückschickt. Wir treten dann in Kontakt mit dir, bleiben in Kontakt mit dir während der Zeit. Es geht dann so ein bisschen hin und her. Und mit dem Buddy, mit dem neuseeländischen Schüler, dann ist es so, da musst du natürlich eine Zeit ausmachen, wenn du mit ihm kommunizieren oder mit ihr kommunizieren möchtest. Also egal, ob das jetzt per Skype ist, per WhatsApp-Call oder FaceTime. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Manche Sachen, wenn man an den Projekten arbeitet, sind dann einfach auch per E-Mail hin und her. Aber es ist schon schön, wenn man sich sieht und auch mal miteinander sprechen kann. Und die andere Frage da war? Ob der Buddy von der bereits gewählten Schule dann auch. Genau, ja. Also der Buddy, wir versuchen unser Bestes, einen Buddy zu finden, der aus der Schule kommt. Wenn du schon weißt, in welche Schule du gehen möchtest, dann auf alle Fälle, wenn du noch unsicher bist, dann kannst du uns so, können wir so ein bisschen einkreisen und schauen, was passt. Und dann wenigstens vielleicht aus der Stadt oder aus der Gegend, in die du gehen möchtest. Oder wenn du sagst, ich bin mir noch nicht ganz sicher, möchte aber auf eine Mädchenschule, dann würden wir zum Beispiel eine Mädchenschule suchen oder eine Schülerin. Es handelt sich um Kai, Entschuldigung, Elke war die Mama, es geht um Kai, also wird hier eine junge Schule. In dem Fall, Kai möchte ja vielleicht auch auf die Mädchenschule gehen, aber dann würden wir natürlich einen Schüler aus der jungen Schule suchen, aber ansonsten ist das, also versuchen wir wirklich, also diesen Match zu machen, dass das dann auch hinterher Sinn macht und wenn man ankommt, man einfach auch miteinander Kontakt hat und das dann eben auch funktioniert. Mhm. And there is another question for Diana from Marie. Marie would like to know if she can do rowing, if this is organized through school, if she wants to do rowing at New Zealand. Well, that's a very good question. And unfortunately, at our school, we don't have rowing. We could offer kayaking through the outdoor education program. But if you're wanting to do competitive rowing, then I think there are schools in New Zealand that do offer competitive rowing, but unfortunately we're not one of them. Es gibt aber in Nelson einen Rowing Club, mit dem man das also machen kann. Du musst nicht unbedingt das von der Schule aus machen. Die trainieren zwar sehr, sehr früh morgens und das Thema dabei ist dann, wie kommst du von deiner Gastfamilie dorthin? Und dann muss man schauen, vielleicht findet man eine Gastfamilie, die quasi Rowing macht. Wenn du sagst, das ist für mich ganz, ganz wichtig, ich möchte aber aufs Garand College gehen, dann kann man gucken, ob das im Club möglich ist. Mhm. Ja, und die vorerst letzte Frage, soweit ich sehen kann, kommt von Sabine. Die möchte gerne wissen, was ist, wenn die Tochter sich in der Gastfamilie nicht so wohl fühlen sollte.
Das ist ein leicht unterschiedlich in den beiden Programmen. Im Select Plus Programm sind wir ja involviert in die Auswahl der Gastfamilie und sind auch während des Aufenthaltes immer mit der Gastfamilie in Kontakt und auch mit ihrer Tochter dann. Ganz oft ist es so, dass diese sich nicht wohlfühlen, manchmal auch auf unterschiedlichen kulturellen Erwartungen basiert oder auf einem Missverständnis. Und das ist etwas, was wir im Vorfeld oft schon ganz gut ausschließen können, dadurch, dass wir einfach uns intensiv darauf vorbereiten, im Rahmen unseres Online-Vorbereitungskurses und im Rahmen unseres Einführungskurses hier in unseren Meetings. Und wir können auch ganz oft einfach relativ schnell zur Stelle sein und Dinge ausräumen, die man ausräumen kann, sodass einfach gegeben ist, dass man sich weiterhin wohlfühlt oder dass man wieder dorthin zurückkommt. Es kann natürlich manchmal sein, dass einfach egal, wie gut wir aussuchen und wir machen das wirklich sorgfältig, dass einfach die Chemie nicht stimmt. Und das ist etwas, was man so ganz schwer im Vorfeld benennen kann. Ne? Das ist, wir kennen die Gastfamilien, wir kennen den Schüler, aber es ist, ne, es ist doch was anderes, wenn man dann zusammenlebt. Und da kann es einfach sein, egal wie sehr wir uns bemühen, dass es einfach nicht klappt. Und dann suchen wir absolut eine andere Gastfamilie, leiten auch den Wechsel ein. Das ist überhaupt kein Thema. Was wir natürlich nicht machen, Wechsel einleiten, wenn jetzt die Schülerin sagt, der Gastbruder gefällt mir nicht so, ich hätte gern einen hübscheren oder das Schwimmbad ist oder der Swimmingpool ist zu klein oder was auch immer, ne? Sondern das sind natürlich keine Gründe, sondern es müssen einfach Gründe da sein. Und es ist auch immer wichtig, dann nicht sofort den Wechsel einzuleiten und dich in irgendeine Gastfamilie zu stecken, mehr oder weniger, sondern wirklich sich dann auch die Zeit zu nehmen, eine Gastfamilie zu finden, mit der es dann auch klappt. Deshalb also sind wir auch immer sehr bemüht, diesen Kontakt zu den Schülern zu halten und sagen eben auch mal den Schülern, dass sie wirklich mit uns in Kontakt bleiben und gleich mit uns sprechen sollen, sodass es nicht schon völlig aufgebauscht und sich aufgebaut hat, die Probleme, sondern dass man einfach noch ganz gut miteinander umgeht in der Zeit, in der wir vielleicht eine andere Gastfamilie suchen. Im Basisprogramm ist es ein bisschen anders, weil wir da nicht involviert sind, sondern die Auswahl der Gastfamilie findet über die Schule statt und es gibt dann den Schulkoordinator, der das macht. Aber wir sind dadurch, dass wir vor Ort sind, ganz eng dann eben auch mit den Schulkoordinatoren verbunden und werden natürlich auch die Schüler unterstützen, dass sie mit den Koordinatoren sprechen und dass sie dann natürlich im Fall, wenn man sich nicht wohlfühlt, sich einschalten und unterstützen. Mhm. Sind noch zwei weitere Fragen im Moment hier, und zwar von Carla, die gerne wissen möchte, ob man jetzt schon ein Beratungsgespräch vereinbaren kann. Absolut, man kann ein Beratungsgespräch vereinbaren. Am einfachsten ist es, Carla, wenn du eine kurze E-Mail an Eva schickst. Evas E-Mail-Adresse ist entweder eva@ oder info@, kommt beides bei ihr an. Also info@studynelson.com oder eva@studynelson.com. Und Eva macht dann gerne ein Beratungsgespräch mit dir aus. Am einfachsten wäre es mit unserer Mitarbeiterin Dörte Winter. Sie ist momentan normalerweise hier bei uns im Büro in Neuseeland, aber während der Corona-Zeit zurück in Deutschland im Raum München. Und da ist es ein bisschen einfacher vielleicht, weil ihr dann einfach zu einer vernünftigen Tageszeit miteinander sprechen könnt. Und Eva würde das gerne für dich ausmachen, beziehungsweise du kannst dann mit Dörte direkt in Kontakt treten. Wenn du mit uns sprechen möchtest, ist es natürlich auch möglich. Aber Dörte ist da ganz genauso gut bewandert wie ich. Und der Vorteil ist einfach, dass du zu einer vernünftigen Zeit sprechen kannst. Aber sag einfach Eva Bescheid, wie du es haben möchtest und wir sprechen dann. Ja, genau. Valerie möchte wissen, wann im Januar der Vorbereitungskurs beginnen würde. Also momentan normalerweise ist die Ausreise immer in der Woche vor dem Ende Januar, also so um den 22., 25. herum. Und das wäre dann auch in diesem Zeitraum, dass wir dann vor Ort den Einführungskurs machen. Wenn du von dem Online-Vorbereitungskurs spricht, der findet wirklich dann in dem Moment statt, wenn wir wissen, dass die Grenzen aufgehen. Also ich denke ab Oktober. Und diesen Online-Vorbereitungskurs, der ist etwas anders als der Kiwi-Passport-Kurs, den kann man dann quasi in seiner eigenen Zeit durchlaufen und das ist also alles gar kein Thema, aber der Kurs vor Ort, und das ist auch noch so ein bisschen in der Schwebe momentan, weil während der Corona-Zeit sollte es so sein, dass wir zum Beispiel noch eine Quarantäne oder eine sogenannte Self-Isolation machen müssen. Wenn man einreist, dann kann das sein, dass wir das im Rahmen dieses Vorbereitungskurses oder dieses Einführungskurses
anderes hier vor Ort in der Gruppe machen, so dass man einfach in der Gruppe sich zusammen isoliert, wenn man aus Deutschland kommt und damit den Quarantäneauflagen Neuseelands quasi gerecht wird. Ja, soweit war es das im Moment an Fragen. Okay, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Bei uns ist es jetzt schon 9 Uhr abends oder schon nach 9 Uhr abends fast, ne? Ich meine, oder kurz vor 9 Uhr abends an einem Sonntagabend. Ihr habt noch hoffentlich einen schönen sonnigen Sonntag vor euch, den ihr genießen könnt. Behaltet Neuseeland und die Neugier dafür in eurem Herzen und meldet euch gerne jederzeit. Vielen Dank, liebe Eva, and thank you so much, Diana, for spending your Sunday evening with us to talk to our interested people in Germany. And it's really, really great. And I'm very excited about it because Garand College is one of my favorite schools. So this is really, really great. Yeah, thank you very much. Okay, see you later, wie wir hier in Neuseeland sagen. Bye. Bye. Tschüss. Tschüss.